Guten Tag. Guten Tag, Sir. Was kann ich für Sie tun? Wie lange arbeiten Sie schon hier? Ich bitte Sie, wenn ich Ihnen helfen kann, dann sagen Sie es mir doch. Andernfalls lassen Sie mich bitte meinen Job machen. Ich habe keine Lust auf eine mehr oder weniger illustre Unterhaltung. Ich dachte nur, dass Sie... Ich habe doch gesagt, dass Sie mich nicht stören sollen, sofern Sie keine medizinische Hilfe brauchen. Verstanden. Da stehen lauter kleine Fläschchen auf der Theke. Abführmittel ist auf dem Etikett zu lesen. Guten Tag. Guten Tag, Sir. Was kann ich für Sie tun? Könnte ich so ein Fläschchen bekommen? Das ist ein Abführmittel. Ich weiß. Ich leide schon seit Tagen unter Verstopfungen. Unter welchen Symptomen leiden Sie? Nun ja... Wusste ich es doch. Hören Sie, Mister, das Fläschchen gibt es zwar umsonst und auch ohne jegliches Attest des Arztes. Dennoch verlange ich von den Leuten, dass sie es nur dann nehmen, wenn sie es wirklich brauchen. Und so wie es scheint, brauchen Sie es nicht. Ich suche diese alte Zeitung nach etwas Brauchbarem ab. Doch bis auf einen Bericht über einen Krankheitsausbruch einer Londoner Schule, bei dem Hunderte von Kindern über Verstopfungsprobleme klagen, ist nichts Interessantes drin. Moment mal, Verstopfung? Hier steht etwas über die Symptome. Die Kinder klagen über erhebliche Bauchschmerzen und Rückenbeschwerden. Hinzu kommt noch das unangenehme Übelkeitsgefühl. Mister, kann ich eine der Flaschen nehmen? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass... Okay, Stobbart, jetzt musst du zeigen, wie gut du schauspielern kannst. Aber diese fürchterlichen Bauch-, Kopf- und Rückenschmerzen. Sie scheinen tatsächlich Probleme zu haben. Nehmen Sie besser eins. Aber nur das eine.